Herzlich willkommen zu dieser Tarotkartenlegung. Mein Name ist Monsieur Christian und ich werde heute einen Blick in die Karten für dich werfen. Es ist eine allgemeine Legung, das bedeutet, du hörst sie dir an und schaust, ob du mit der Legung in Resonanz gehst. Wenn die Antwort darauf ja ist, zeigt es einfach, dass die Legung dich gefunden hat. Meine Legungen sind auch nicht geschlechterspezifisch. Auch wenn sie aus der Sicht einer Frau gemacht sind, das liegt einfach daran, dass die meisten zu sehr Frauen sind. Sie gelten natürlich für jedes Geschlecht und man kann das Geschlecht einfach auf seine Situation ummünzen. Sodala, wir werden jetzt auch schon losstarten. Magier, 10 der Münzen, Page der Münzen. Ganz klar, jemand will etwas von dir. Jemand ist da, der dich wirklich mag, der dich gerne in seinem Leben hat. Auf der anderen Seite auch jemand, der das nicht offen kundtut. Das heißt, er wird nicht zu dir gehen und einfach dir bedingungslose Liebe gestehen, sagen, ich will dich in meinem Leben haben. Ich liebe dich und ich möchte einfach mit dir zusammen und glücklich sein. Dieser Mensch möchte deine Aufmerksamkeit, ganz klar. Und wenn er was möchte, zeigt er sich von seiner Schokoladenseite oder er tut so, als würde es ihm zustehen. Wir haben ja auch eine Art Vermeider. Das heißt, Problemen geht er aus dem Weg. Er schiebt Dinge, die getan werden müssen, auf die Zukunft. Das machen ja viele. Das ist ja etwas, was oft damit zu tun hat, dass Leute sagen, ja, nächste Woche, nächstes Jahr, nächsten Tag, immer morgen, immer in der Zukunft. Sie schieben auf, was getan werden muss. Egal, ob das irgendwas ist, um das man sich kümmern muss. Etwas, was ein anderer von einem erwartet oder ob es mit der Arbeit zu tun hat. Manche Menschen schieben einfach alles auf und hier haben wir jemanden, der gerade, was seine Emotionen betrifft, aufschiebt und was dich betrifft, aufschiebt. Gute Kommunikation, gute Gespräche, die hier geführt werden sollten, einfach immer aufschiebt. Und dieser Mensch ist zwar in seinem Stolz, das heißt, er mag sich selbst, er ist aber dennoch etwas unsicher. Das heißt, selbstbewusst, er kennt seinen Wert und mag sich selbst auch, aber unsicher. Und das bedeutet einfach, dass er sich unsicher ist in Bezug auf seine Gefühle, in Bezug auf Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Und das hat ja auch mit diesem Aufschieben zu tun. Also es gibt im Endeffekt zwei Gründe, warum Menschen etwas, was getan werden muss, aufschieben. Das eine ist Unsicherheit, das andere ist Faulheit. Das sind eigentlich die einzigen beiden Emotionen. Ja, vielleicht noch Angst, das würde ich da aber eben zur Unsicherheit dazugeben. Schauen wir weiter. 10 der Kelche, 9 der Münzen und der Ritter der Schwerter. Dieser Mensch möchte eine gemeinsame Zukunft mit dir. Die Signale, die er dir sendet, sind aber nicht eindeutig, sodass du weißt, okay, der will wirklich eine Zukunft mit mir. Du traust dem Ganzen nicht und dieser Mensch hat die Erwartungshaltung, dass du ihm Aufmerksamkeit schenken musst. Das heißt, aktuell momentan sehe ich hier, dass der dich vermisst. Er vermisst die gemeinsame Zeit mit dir, möchte eine gemeinsame Zukunft mit dir, aber er macht sich rar. Das heißt, momentan habt ihr entweder wenig Kontakt, gar keinen Kontakt. Und falls ihr Kontakt habt, merkst du einfach, dass er nicht voll bei der Sache ist. Kontakt allein haben, das muss ja nichts heißen. Kontakt allein
kann auch sein, dass man sich alle 2 Tage anruft und herumstreitet. Ja, also Kontakt allein muss nicht viel heißen. Es kommt auch auf das Wie an, wie der Kontakt ist. Und hier gibt es auf jeden Fall etwas, was dich momentan nicht gut fühlen lässt. Und du wirst es einfach merken, dass dieser Mensch, wenn du etwas tust in Bezug auf ihn, sich zurückzieht oder herumredet. Wenn du aber nichts tust, merkst du auch, dass das hier auch nicht wirklich Feuer aufkommt und das lässt dich an diesen Menschen zweifeln. 8 der Münzen, Page der Kelche und die 3 der Stäbe. Jetzt in diesem Moment würde er sich wünschen, dass du dich bei ihm meldest, dass du auf ihn zukommst. Das bedeutet, ihm eine Nachricht schickst oder was ihn sehr freuen würde, wäre, wenn du ihm ein Geschenk zukommen lässt. Das heißt, er hätte gern, dass du ihm Blumen schenkst oder vielleicht irgendwelche Süßigkeiten, irgendwelche schönen. Also er hätte das einfach gern, auch wenn er eher der ist, der im Rückzug ist und du der Meinung bist, jetzt bist du die, die mal was erhalten sollte. Weil du schon hier hinein investiert hast, aber nicht wirklich was zurückgekommen ist. Aber dieser Mensch hat momentan wirklich diese Erwartungshaltung, ich empfinde etwas für sie, aber ich möchte, dass sie mir hinterherläuft. Und er würde sich riesig über ein Geschenk, eine Aufmerksamkeit freuen. Das bedeutet, hier kann es auch sein, dass wenn du ihm eine Nachricht zukommen lassen würdest, dass er sich zwar freut, aber dass es ihm zu wenig ist. Das bedeutet, dass er gar nicht darauf reagiert, das heißt ghostet, dass er verhalten darauf reagiert. Und verhalten bedeutet einfach, dass die Reaktion nicht das ist, was du erhofft hast. Beispiel, du schreibst jetzt eine emotionale Nachricht und zurück kommt eine Nachricht, die Ablocken signalisiert oder Kälte signalisiert oder du schreibst einen langen Text. Und es kommt ein viel kürzerer zurück. Das ist eine verhaltene Reaktion. Und dann könnte es sogar sein, dass dieser Mensch dich blockiert, wenn du auf ihn zukommst, weil er mehr möchte. Und das ist vielleicht was, was du bis jetzt noch gar nicht bedacht hast, was dieser Mensch hier erwartet, wonach sich der sehnt, nach enorm viel Aufmerksamkeit. Und der erwartet wirklich von dir, dass du ihm einfach ein Geschenk zukommen lässt, dass du dich um ihn bemühst regelrecht. Also das wird diesen Menschen sehr, sehr schmeicheln. Schauen wir da genauer drauf. Und natürlich achte auf die Resonanz. Resonanz heißt einfach, dass man merkt, spürt, die Legung ist für einen. Es kann aber natürlich auch sein, dass man sich manchmal nicht ganz sicher ist. Dann muss man einfach darauf schauen, ob es eintritt. Ja, dann hat man eben die nachträgliche Gewissheit, dass man in Resonanz gegangen ist. Natürlich kann man auch einfach mit Teilen einer Legung, mit gewissen Botschaften, das heißt mit gewissen Teilen in Resonanz gehen. 3 der Kelche, Page der Schwerter, der Wagen. Und ich kann dir sagen, das ist sehr, sehr interessant, dieser Mensch hat eine Unreife und ein riesengroßes Aufmerksamkeitsdefizit. Er braucht Aufmerksamkeit. Und du merkst es auch, dass der, wenn er im Umfeld ist, in seinem eigenen Umfeld, immer nach Aufmerksamkeit sucht. Und ich sehe auch wirklich, wen der, wenn es sich ergeben würde, mit einer anderen Frau oder mit jemandem des anderen Geschlechts einfach in Kontakt sein würde. Gar nicht, weil man hier sich vergnügen möchte oder großartige Gefühle für wen entwickelt. Nein, sondern einfach wegen dieser Aufmerksamkeit. Und es gibt einfach Menschen wie diesen hier, der das braucht, der sich das wünscht. Und der hat auch nicht wirklich diesen Gedanken, ich möchte daran arbeiten, also ich möchte, dass das weniger wird, sondern der möchte mit seiner Aufmerksamkeit was kompensieren. Unsicherheit oder er möchte einfach geliebt werden. Er möchte von dir geliebt werden und auch wenn nichts von ihm zurückkommt, möchte er, dass du ihn liebst und dich um ihn bemühst.
Und das ist vielleicht auch eine Erklärung dafür, dass du nicht ganz zu dem durchkommst oder dass du einfach merkst, okay, sehr, sehr lange kommt da nichts und ich spüre aber das, was da ist. Und das ist einfach, weil dieser Mensch sich nach Aufmerksamkeit von dir sehnt und nach Geschenken. Wirklich. Und wir haben hier wirklich auch jemanden, der, selbst wenn er dich liebt, mit wem anderen ausgehen würde. Und zwar so, dass du es merkst, um dir zu zeigen, dass er auch noch andere Optionen hat, in der Hoffnung, dass du dich dann um ihn bemühst, um ihn kämpfst. Also der möchte richtig, dass man ihm den Hof macht. Wie wird das in Zukunft weitergehen? Vier der Schwerter, König der Kelche, sechs der Stäbe. Verschlossenheit. Wir haben hier jemanden, der manchmal auch verschlossen ist. Und ich kann dir sagen, wenn du diesem Menschen nicht hinterherläufst, wenn du diesem Menschen nicht wirklich Aufmerksamkeiten schenkst, ihm generell Aufmerksamkeit gibst viel und zu ihm durchkommst, einen Weg findest, dann wird das nie funktionieren. Der wird sich niemals ändern. Der wird sich nie ändern. Der braucht das einfach. Und wenn ich das hier jetzt so sage bei der Legung, dann ist das nicht, weil ich das gut finde. Ich finde es auch nicht schlecht. Ich habe einfach einen objektiven Blickwinkel. Und das ist sehr wichtig bei Kartenlegungen, dass man, wenn man die selbst macht, wenn man eine Gabe hat, so wie ich, oder natürlich auch, wenn man keine Gabe hat. Also es gibt auch Leute, die ohne Gabe Karten legen. Das funktioniert auch. Dass man einen objektiven Blickwinkel hat und nicht Partei ergreift. Das ist das, was vielen schwerfällt, weil man natürlich dazu neigt, wenn man jetzt auf jemanden legt, der vielleicht auch da ist, dass man sozusagen für ihn die Karten legt, für einen Menschen, dass man Partei für den ergreift. Das ist aber nicht gut, weil es das objektive Ergebnis beeinflussen kann. Das objektive Ergebnis von dem, was man in den Karten lesen kann, weil du vielleicht gar nicht selbst damit ein Problem hast und das Ergebnis jetzt falsch ist, sondern einfach, dass du Wörter benutzt, die der Person, der die Karten gelegt werden, schmeicheln. Und dadurch kann es sich für die Person anders anhören. Weil je einseitiger du eine Legung machst, desto mehr neigt auch dem die Karten gelegt werden, das alles schön zu reden, das wenig objektiv zu sehen, weil man ja natürlich sowieso schon alles aus seiner Perspektive sieht. Und wenn dann jemand anders noch die Zukunft und eine Momentaufnahme in deinem Interesse macht, dann kann das einfach einiges verändern. Und das nicht positiv. Das heißt, die Objektivität ist hier sehr, sehr wichtig, dass man eine objektive Legung bekommt und dann dem die Karten gelegt werden, einfach die Möglichkeit gibt, dieses objektive Ergebnis, diese objektive Legung zu nehmen und dann damit zu machen, was er möchte. Das bedeutet, ich mache zum Beispiel jetzt hier die Legung und was du dann damit machst, ist deine Sache. Es interessiert mich vielleicht, es interessiert mich, zum Beispiel in den Kommentaren, ich lese mir die gern durch oder wie ich private Legungen gemacht habe, mich interessiert das natürlich, was man davon hält, was man dann mit dem anfängt. Aber was du dann damit machst, das bleibt dir überlassen. Das heißt, ich beurteile das nicht, ist das gut oder ist das schlecht. Ja? Also wenn zum Beispiel manchmal Leute fragen, ja, soll ich jetzt das und das oder das machen? Dann kann ich schon sagen, ja, von den Karten her, in der Situation, ja, würde ich vielleicht das machen, aber ich sage jetzt nicht, du musst das machen, du musst das machen, weil das muss jeder selbst entscheiden. Ja, das ist auch gar nicht meine Angelegenheit, hier das zu machen. Ich bin eben nur der Kartenleger und die Leute, die Kartenlegung bekommen, sind erwachsen und müssen eigene Entscheidungen treffen. Ja, auch wenn sie eben so eine Stütze bekommen. So, schauen wir weiter, wie das in Zukunft mit euch weitergehen wird. Und natürlich, wenn dir meine Legungen weiterhelfen, aktiviere unter dem Video
gerne die Benachrichtigungsglocke und du wirst keine weitere Legung mehr von mir verpassen. Du bekommst dann nämlich so eine Benachrichtigung immer, wenn ich eine neue Legung veröffentliche. Ja, tatsächlich könnte es auch sein, dass dieser Mensch mal auf dich zukommt, aber nur in der Hoffnung, dass du sehr, sehr viel investierst. Und der macht das, aber der macht das ungern. Das heißt, er möchte, wenn er auf dich zukommt, dann, dass du dich um ihn bemühst. Und hier muss man einfach verstehen, dass wenn hier einfach eine Eiszeit herrscht und du merkst das, die nicht von selbst auftauen wird. Der kommt vielleicht mal auf dich zu, aber wenn du dann nicht wirklich viel tust, wird sich der wieder zurückziehen. Und der hat diese Erwartungshaltung jetzt gerade in diesem Moment, wo du diese Legung hörst, dass du jetzt sofort etwas tun solltest. Am liebsten, wenn du ihn irgendwo triffst, irgendwo vor ihm stehst mit Blumen und Pralinen. Ja, also das wäre diesem Menschen am liebsten. Also einfach deine Liebe kundtust. Das ist fast so, als würde man jemanden erobern müssen. Und dieser Mensch, der will einfach erobert werden, der will das. Das heißt, auch wenn der vielleicht sagt, ja, ich brauche jetzt Zeit, wir müssen eine Pause machen oder ich empfinde nichts für dich, der testet nur, wie sehr du ihn liebst. Das musst du dir mal vorstellen. Und das macht es ja auch wirklich schwierig eigentlich für dich, hier wirklich zu entscheiden, was dann richtig ist. Und vielleicht sagst du, wie kann das sein, dass der das von mir erwartet? Wie kann der diese Erwartungshaltung an mich haben, ohne in mich zu investieren? Und ich kann dir nur sagen, dass er sie einfach hat und dass sich das nicht ändern wird. Das ist dieser Mensch und er wird auch so bleiben. Der möchte das. Der möchte jemanden, der ihm die Aufmerksamkeit schenkt. Und ich kann dir sagen, bevor der mit jemandem Zeit verbringt, den er wirklich liebt, die Person ihm aber nicht ein Übermaß an Aufmerksamkeit schenkt, verbringt er lieber Zeit mit jemandem, den er gar nicht liebt, aber der ihm enorm viel Aufmerksamkeit schenkt. Die Art von Mensch haben wir hier. Und man muss einfach von diesem einfachen Denken wegkommen, dass man, was Liebe und Emotionen betrifft, Menschen einfach in eine Schublade werfen kann. Ja, man hat eine Beziehung mit wem, den man liebt, hört sich gut an, sollte so sein, ist es aber nicht. In vielen Fällen. Natürlich gibt es glückliche Beziehungen. Es gibt Menschen, die gute Beziehungen haben, sowohl was die Liebe betrifft, sowohl was ihr Familiäres betrifft, was die Freunde betrifft, was die Arbeit betrifft. Aber oftmals gibt es auch Dinge, die vollkommen anders laufen. Beziehungen, die aus verschiedensten Gründen geführt werden, außer dem, was der Hauptgrund sein sollte, nämlich die Liebe zueinander. Das war jetzt auch meine Legung. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal.